Okay, ihr Lieben, bevor wir weitermachen mit der Thematik Vergebung, Umgang mit schwierigen Menschen, möchte ich euch ein Buch mal wieder empfehlen. Viele von euch haben ja vielleicht Urlaub und die Lektüre ist nicht so eine Sommerlektüre auf den ersten Blick, aber ich finde sie sehr wichtig. Es ist das Buch von Jens Kaldewey, das lautet Großer Himmel, kleine Hölle. Ich war zufällig bei meinem Bruder in der Schweiz und habe dieses Buch dort gesehen und hat mich sehr interessiert, die Thematik. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob ich es vielleicht schon mal empfohlen habe vor ein paar Wochen. Auf jeden Fall lese ich da drin. Und es wird bestimmt auch eine Thematik in unserer Gemeinde mal werden, in einer Predigtserie. So die ganze Frage nach dem, was auf uns zukommt. Nachdem wir hier auf Erden den Löffel abgegeben haben, nachdem wir unser Leben beendet haben, wann immer das sein wird. Und was sagt die Bibel zu diesen einzelnen Dingen? Und es sind sehr interessante Gedanken. Und ich habe ja in der letzten Einheit noch etwas gesagt über die gerechten Gerichte Gottes, dass Gott einmal alles zur Sprache bringen wird. Alles, was hier so unter dem Radar lief oder wo Menschen sich irgendwie rausgewunden haben, wo Sachen nie zur Sprache gekommen sind, Menschen nie erwischt worden sind. Es gibt irgendwann die gerechten Gerichte Gottes für jedermann. Und das ist eine der mutmachenden Dinge hier drin. Aber es sind sehr viele gute Ansätze zum Nachdenken über ein Thema, was auf, ja, für uns alle betreffend ist. Denn sterben müssen wir alle irgendwann mal. Und danach geht es ja in unterschiedlichen Welten weiter. Und also ich empfehle dieses Buch. Du kannst es dir schenken lassen zu Weihnachten. Kannst aber auch schon im Sommer darin lesen. So, wir sind bei der Thematik Einblicke ins Leben. Also das heißt, ich schaue seit einigen Wochen zurück in mein Leben, in meine Kindheit und wie ich Pastor geworden bin und so verschiedene Aspekte des Lebens, um vielleicht den ein oder anderen hilfreichen Gedanken weiterzugeben. Und ich war jetzt bei der Thematik Umgang mit Feinden, also mit Menschen, die in meinem Leben da waren, die mich gehasst haben, Menschen, die gegen mich gearbeitet haben. Und das wirst du vielleicht auch erlebt haben. Vielleicht nicht so dramatisch, wie wir es hatten über 10 Jahre. Aber ich kann mir vorstellen, dass du auf jeden Fall auch mit dieser Thematik zu tun hattest oder zu tun hast. Und die Frage ist, wie kommen wir da raus? Was können wir tun, damit diese Menschen uns nicht unser ganzes Leben wirklich versauen, dass sie uns so blockieren, dass wir beziehungsunfähig werden, dass wir nicht mehr gerne zur Arbeit gehen oder dass wir nicht mehr gerne aus dem Haus gehen, weil es die Nachbarn sind oder dass wir nicht mehr gerne in die Gemeinde gehen, weil es irgendjemand aus der Gemeinde ist. Was kann ich tun, dass ich frei werde und dann auch frei bleibe bei den Verletzungen? Und das sind so ein paar praktische Dinge, die ich dir weitergeben möchte. Ich habe bereits in einer Einheit gesagt, es geht erstmal um die Frage, willst du? Nicht sofort kannst du das, sondern willst du das? Es ist nicht eine Frage der Gefühle. Kann ich das auf der Gefühlsebene mit guten Emotionen, dass ich diesen Menschen erstmal lieben lerne und dann ihm zu vergeben? Sondern unsere Gefühle folgen immer unseren Entscheidungen. Willst du das? Und ich möchte gerne an dem Punkt weitermachen, wenn du also zu mir kommst oder zu meiner Frau kommst oder zu irgendjemand aus dem Seelsorgeteam. Ich würde sowieso bei Verletzungen mit einem Menschen zusammenarbeiten. Also ich würde das nicht alles alleine machen, denn es geht ja um mehr als nur, da hat mir mal einer einen Parkplatz weggenommen oder hat mir mal einer einen Vogel gezeigt. Es geht ja bei Verletzungen um wirklich tief einschneidende Dinge in meinem Leben, in meiner Seele, manchmal über Wochen, Monate, Jahre hinweg. Und deshalb ist es immer gut, einen Menschen dabei zu haben, den man aufsucht und sagt, hey, kann ich das mit dir besprechen? Und es geht in einem der ersten Schritte wirklich nochmal zu sagen, hey, was ist passiert? Nicht so dieses, was wir gerne machen, am Telefon irgendjemandem erzählen, hör mal, ich musste mir erzählen, sondern in der Seelsorge geht es wirklich darum, erstmal wirklich zu sagen, was hat dich verletzt? Was hat deiner Seele so viel Schaden zugefügt? Wirklich Ross und Reiter zu nennen. Nicht, wie gesagt, um Menschen schlecht zu machen, der Seelsorger kann das ab, sondern wirklich zu sagen, hey, das und das hat mein Vater oder meine Mutter oder mein Opa oder mein Nachbar oder mein Pastor oder mein Pfarrer, mein Priester, wer auch immer. Das sind die Dinge, die passiert sind.
die meinem Leben so in meinem Leben so schwere Spuren, schwierige Spuren, schmerzhafte Spuren hinterlassen haben. Das ist eine ganz wichtige, also eine Bestandsaufnahme. Und das dürfen wir wirklich sagen. Denn der ganze Vergebungsprozess ist ein längerer Prozess. Da geht es nicht, dass man sich mal eine Stunde zusammensetzt und mal eben schnell vergibt, sondern damit beginnt es. Und ein zweiter Schritt ist auch, was ist mein Anteil an der ganzen Sache? Also es gibt nicht nur Täter und Opfer. Es gibt auch immer wieder auch verletzte Menschen, die andere verletzen. Du kennst vielleicht diesen Satz, verletzte Menschen verletzen Menschen. Oft sind aus den Opfern auch wieder Täter geworden. Das, was ich zu Hause erleben musste in meiner Kindheit, mussten meine Kinder vielleicht unter mir auch erleben. Also, wo ist mein Anteil an dieser ganzen Sache? Du sagst vielleicht, boah, darum geht es ja nicht, es geht um die Schuld des anderen. Ja, da kommen wir drauf. Aber es geht auch immer wieder um die Dinge, wo habe ich zurückgeschlagen? Wo habe ich mich gewehrt? Wo habe ich einen anderen Menschen auch schlecht gemacht? Wo habe ich auch Lügen verbreitet, so wie er über mich gelogen hat? Diesen Anteil, den muss ich mir anschauen. Und das ist wichtig, damit zu Gott zu gehen und sagen, hey, das ist mein Anteil in der Geschichte. Hier habe ich mich nicht als dein Kind verhalten. Hier habe ich mich unglaublich gewehrt. Hier habe ich keinen Ausweg gesehen, als das und das zu tun. Hier bin ich vom Opfer zum Täter geworden. Auch das ist ein wichtiger Punkt in dem ganzen Prozess der Vergebung. Und diese beiden ersten Schritte, die Bestandsaufnahme, vielleicht bist du gerade bei dem ersten Schritt und sagst, ich will da gar nicht mehr drüber nachdenken, ich will das alles nicht. Doch, du musst rangehen. Diese Sachen sind da und sie sind maßgeblich beteiligt oder sie bringen ja diese ganzen Gefühle in dir hoch. Und wenn ich sie negiere und sage, ich will da nicht mehr drüber nachdenken, dann ist das jetzt keine Selbstqual, wenn du im Gespräch an diese Dinge denkst, sondern es ist erstmal ein Aufdecken. Es ist wie ein Arzt, der sich eine Wunde anguckt. Und da kannst du sagen, nee, ich lasse den da nicht dran und das tut weh und ich lasse das Pflaster drauf. Der Arzt wird immer sagen, ich muss an die Wunde. Und das ist ein erster heilsamer Schritt, auch wenn er am Anfang wehtut. Natürlich so ein Pflaster abreißen oder ein Verband, der vielleicht festgeklebt ist, den abzutun, ist eine Sache für sich. Aber ein Arzt muss an die Wunde, damit sie gesäubert und gereinigt wird. Und das ist bei Vergebung so. Und dann im nächsten Schritt, das werden wir am Freitag machen, kommen wir dann zu einem Schritt, was heißt wirklich Vergebung auszusprechen? Was heißt Dinge loszulassen, ans Kreuz zu bringen, schmutzige Wäsche abzugeben und nicht mehr dem anderen Gepäck nachzutragen? Was heißt das ganz konkret und was können die Auswirkungen sein? Also vielleicht ist das für dich viel zu lange und du sagst einfach, ach Menschenskind, ich komm einfach nach vorne gucken. Wenn es so einfach wäre, würde ich auch sagen, nee, komm, lass uns nach vorne gucken. Aber ich habe herausgefunden eben, und das wird jeder Seelsorger und jeder Therapeut bestätigen, wenn wir da nicht hinschauen und wenn diese Wunden nicht endlich verarbeitet werden, dann werden sie weiter eitern, dann werden sie weiter schmerzen, dann werden sie weiter brennen. Und du willst ja diese Dinge loswerden, du willst ja heil werden. Also halt noch eine Folge durch eben. Und es wird bestimmt auch wieder leichter werden, aber das mute ich dir jetzt erstmal zu. Gottes Segen dir und ich wünsche dir wirklich seine Hilfe, wenn du keinen Menschen hast, dass du wirklich sagst, Gott, schenk mir einen Seelsorger, schenk mir einen Therapeuten. Wir haben den Vorteil in unserer Gemeinde, wir haben sehr viele Menschen, die hier im ganzen Bereich Lebenshilfe unterstützend wirken. Ich weiß, in manchen Gemeinden gibt es das nicht, aber sprich mit Gott drüber, wenn du so einen Menschen brauchst, der dir zur Seite steht und mit dir den Prozess der Vergebung durchgeht. Okay, Gottes Segen dir. Wir sehen uns, so Gott will, wieder am Freitag.